dieser Welt. Ja, moin. Okay, ich kann leider nicht so uplifting mit Pizza-Bestell-Tricks anfangen. Ich mache hier jetzt eine ziemliche Kurve. Aber okay, los geht's. Die Welt ist ziemlich kaputt. Denn es gibt unfassbar viel Leid. Das Leid wird von unterschiedlichen Problemen verursacht. Klimawandel, Tierleid, Krankheiten. Ich könnte die Liste gefühlt ewig weiterführen. Die Probleme erscheinen riesengroß. Die Medien berichten täglich davon, dass unsere Welt kaputt ist. Aber was wir nicht vergessen dürfen, das ist eine Momentaufnahme. Eine Szene aus einer langen Geschichte. Die Welt verändert sich kontinuierlich und ist viel besser als früher. Historiker schätzen, dass in der Vergangenheit etwa 50% aller Kinder vor dem Erreichen der Pubertät verstorben sind. 2020 waren es noch 4,3%. Das ist etwas, das selten in den Medien berichtet wird, deshalb wissen das nicht so viele. Aber das sind extrem gute Nachrichten. Das zeigt nämlich nicht nur, dass die Welt immer besser wird, sondern auch, dass wir Menschen die Zustände in der Welt fundamental verändern können. Und wenn ich das sehe, wird mir vor allem eins klar: Es kann in der Zukunft noch viel, viel besser sein. Tatsächlich brauchen wir dafür gar nicht in die Vergangenheit und in die Zukunft zu gucken. Ein Blick auf die globalen Unterschiede zu einem festen Zeitpunkt reicht aus. In der EU haben Kinder eine 99,55%ige Chance, ihre Pubertät zu durchleben. Um zu sehen, wie viel besser die Welt sein könnte, können wir diese Zahl ja mal auf die Weltbevölkerung anwenden. Wenn wir es schaffen, diese Zustände überall zu erzeugen, dann würden 5 Millionen Kinder jedes Jahr weniger sterben. 5 Millionen, das sind über 10.000 Kinder jeden Tag. Und wir haben keinen Grund anzunehmen, dass das Ende der Entwicklung ist. Bisher nur Kindersterblichkeit betrachtet. Aber es gibt sehr viele Bereiche, sogenannte Cause Areas, in denen wir den Verlauf der Welt beeinflussen können. Zusammenfassend, die Welt ist immer noch ziemlich kaputt, aber gleichzeitig besser, als sie es je war. Und sie kann noch viel besser werden. All diese drei Aussagen sind gleichzeitig wahr. Und zumindest mir drängt sich da die Frage auf, wie? Wie kann ich am meisten Gutes tun? Und in den nächsten so 7 Minuten möchte ich euch einen Ansatz vorstellen, der versucht, diese Frage zu beantworten. Die soziale Bewegung des effektiven Altruismus. Um die Frage zu beantworten, sollen Evidenz und rationales Denken genutzt werden. Und das soll nicht nur theoretisch bleiben, sondern auch in die Tat umgesetzt werden. Der effektive Altruismus, EA, basiert auf diesen 4 zentralen Annahmen. Erstens, es ist wichtig, anderen zu helfen. Zweitens, jeder Mensch ist gleich viel wert. Drittens, mehr helfen ist besser als weniger helfen. Und viertens, unsere Ressourcen sind limitiert, deshalb sollten wir priorisieren, wie wir sie nutzen. Nachdem wir die Grundzüge etabliert haben, möchte ich kurz darauf eingehen, wie das in der Praxis nun aussehen kann. Ich habe am Anfang schon kurz die unterschiedlichen Cause Areas angesprochen. Cause Prioritization selbst, Mental Health Research, Animal Welfare. EA selbst ist cause-neutral, das heißt, es geht wirklich um die Frage, wie kann ich am meisten Gutes tun und nicht um die einzelnen Gebiete selbst. Jedoch sollten wir manche Cause Areas priorisieren, damit denselben Ressourcen mehr Gutes erreicht werden kann. Als nächstes stelle ich euch ein Schema vor, das zur Priorisierung verwendet werden kann. Das STNP-Schema. Scale, die Größe des Problems. Hängt von mehreren Faktoren ab. Wie viele Menschen sind von diesem Problem betroffen? Wie groß ist der Effekt pro Person? Und wie groß ist der Long-Term-Benefit? Bei den aktuell steigenden Energiepreisen gibt es jede Menge Energiespartipps. Zum Beispiel wird immer wieder beworben, die Handyladekabel auszustecken, wenn man sie gerade nicht nutzt. In Deutschland kostet es über das ganze Jahr ca. 20 bis 30 Cent, die ganze Zeit eingesteckt zu lassen. Also selbst wenn wir eine Kampagne machen, die 100% aller Deutschen erreicht, dann ist der Effekt verschwindend gering. Neglectedness. Wie vernachlässigt ist das Problem? Je mehr schon an einem Problem gearbeitet wird, desto schwieriger wird es, erfolgreich zu sein und einen bedeutsamen Beitrag zu leisten. Das Prinzip von Diminishing Returns. Wenn du von einem
Baum eine Frucht pflücken willst, dann nimmst du erst die, an die du am besten herankommst. The low hanging fruit. Wenn die gepflückt ist, dann wird es schwieriger. Tractability. Wie leicht lässt sich das Problem lösen? Ist das Investieren von mehr Ressourcen zielführend? Gibt es Evidenz, dass es eine gut funktionierende Lösung gibt oder diese geschaffen werden kann? Ein Beispiel für ein Problem mit einer hohen Tractability ist therapierbare Erkrankungen wie Malaria zu behandeln. Alles gut. Das, jo, klappt. Okay. Das STN-Schema, okay, kann angewendet werden, um einen Überblick zu bekommen, wo Ressourcen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit mehr Gutes tun als an anderer Stelle. Aber noch ganz wichtig, gerade wenn es um die Ressource unserer eigenen Zeit geht, der Personal Fit. Wie viel gibt dir die Arbeit in dem Bereich? Fühlst du dich dabei gut? Kannst du diese Arbeit auf eine nachhaltige Art und Weise machen? Jetzt möchte ich mich noch auf ein konkretes Beispiel aus dem Global Health Bereich beziehen, HIV/AIDS. Ich stelle euch vier Möglichkeiten vor. Erstens, antiretrovirale Medikamente, die zur Behandlung von Personen, die eine HIV-Infektion haben, verwendet werden. Zweitens, Operationen für Krebs, der durch HIV verursacht wurde. Drittens, die Schulung von Risikogruppen. Und viertens, das Verteilen von Kondomen. Nun die Frage, was würdest du machen? Und ist es wichtig, wie du dich entscheidest? Okay, ich lese nochmal alle vier Optionen vor und melde dich, wenn du glaubst, das ist die Intervention, die am wirksamsten ist. Antiretrovirale Medikamente, die OP, Schulung von Risikogruppen, Kondome verteilen. Okay, dann schauen wir uns die Evidenz dazu an. In dem Graphen ist die Cost-Effectiveness der jeweiligen Intervention angezeigt. Für 1.000 Dollar könntest du durch die OP 0,02 Lebensjahre retten. Um im Schnitt ein Lebensjahr durch die OP zu retten, müsstest du ca. 50.000 Dollar investieren. Nicht schlecht, aber die antiretroviralen Medikamente sind kosteneffektiver, fast um den Faktor 100. Mit 600 Dollar kann ein Lebensjahr gerettet werden. Das Verteilen von Kondomen schneidet noch besser ab. Für 1.000 Dollar erwartet man 12 Lebensjahre zu retten. Und jetzt zu unserer letzten Intervention. Ihr wart ziemlich gut dabei. Die Schulung von Risikogruppen. Die zeigt sich nun mal mehr als doppelt so gut wie das Verteilen von Kondomen. Häufig denken die meisten, dass die Kondome die effektivste Intervention sind. Also ich bin sehr beeindruckt. Und nochmal zurück zu der ersten Intervention. Wenn wir jetzt auf unseren Graphen schauen, können wir die auf der Skala schon gar nicht mehr sehen. Weil die beste Intervention ungefähr 1500 Mal so kosteneffektiv ist wie die am wenigsten gute. Also wenn man 500 Dollar für die Schulung von Risikogruppen ausgibt, tut man ungefähr so viel Gutes, wie wenn man 1 Million für Operationen ausgibt. Das zeigt, wie wichtig es ist, zu priorisieren. Deshalb ist es wichtig, eine gute Evidenz zu schaffen, denn so kann man mit der gleichen Menge an Ressourcen mehr Gutes schaffen. Falls ihr das Konzept vom effektiven Altruismus spannend findet, noch Fragen habt oder Lust darüber zu diskutieren, dann gibt es hier in Lübeck eine Lokalgruppe. Wir treffen uns regelmäßig und diskutieren über EA-related Themen. Und unser nächstes Treffen ist am 17.11. Und es wird noch ein bisschen mehr um das STN-Schema gehen, über das wir heute schon gesprochen haben. Und außerdem ist zufälligerweise diesen Sonntag Anmeldeschluss für das EA-Intro-Fellowship. Das ist eine vierwöchige Lesegruppe, in der man sich mit den Grundsätzen von EA auseinandersetzt. Also da liest man immer irgendwas und dann eine Stunde die Woche trifft man sich und dann diskutiert man nochmal die Texte, die man gelesen hat und es geht immer so um die Grundsätze von EA. Genau. Und dann nur noch zu meinen Quellen und danke für eure Aufmerksamkeit.